Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Real Talk Video heute mal. Ich bin natürlich euer Avenger, deswegen ihr merkt schon an der Tonqualität, ich habe kein Ansteckmikrofon, das andere ist auch nicht an und solche Videos werden jetzt auf jeden Fall öfters kommen. Ich habe ja vor meinem Urlaub damals schon angekündigt, dass ich im Rauchen aufhöre, habe ich definitiv getan. Sonntag früh um 4 Uhr, wo ich gestreamt habe das letzte Mal, war meine letzte Zigarette und wir haben jetzt heute Dienstag, also 3 Tage jetzt schon hinter mir. Und jetzt ist mal so das erste Update, weil die ersten paar Tage, da reiße ich mich ja extrem zusammen. Ich fühle mich dann eigentlich noch recht gut. Jetzt mittlerweile kommen schon die, so leichte Nervosität. Man weiß nicht, wo man hingehört. Ja, also man weiß überhaupt nichts mit seinem Leben anzufangen. Na, ich hab hier zum Beispiel jetzt, wo wir schon mal da sind, ich habe den Fernseher am Laufen, Smackdown gerade, bin gerade auf Stopp, weil ich jetzt dachte, okay, wir können ja auch mal ein Video machen oder so. Na, da habe ich einen PC am Laufen, ich hätte zocken können, ich hätte irgendwas draus machen können, ich bin eigentlich momentan nur am Aufräumen, dann fange ich das an, habe schon wieder keinen Bock, dann gehe ich an den PC, dann fange ich an, habe wieder keinen Bock. Nur so ein bisschen so schon mal zu dem... meiner momentanen Verfassung, habe ich ja gesagt, ich mache da ein paar Videos drüber. Solche Videos in der Form werden jetzt auch wieder öfters kommen. Ja, ich habe das ja mal vor ein paar Monaten, glaube ich, habe ich das letzte hochgeladen. Einfach mal so ein bisschen Realtalk oder so, ne, damit ihr auch was zu schauen habt. Nee, Spann, ich habe es ja versprochen. Und eigentlich, was mich zu diesem Video bewegt hat, ist einfach, ich war ja gestern im Stream so ein bisschen, ja, ist mir zumindest aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder ob ihr das auch so empfunden habt. Ich war ein bisschen anteilnahmslos, so ein bisschen. Ja, ich habe dann halt gesehen, Remtex und Ding, das hat mich dann schon wieder aufgeregt und ich war dann schon wieder nervös und dann... war es ein bisschen doof, ja. Aber hey, da muss man halt durch, so ein bisschen. Nicht? Für die, die vielleicht rauchen, die werden das wissen, wenn sie länger mal keine hatten, dann ist es echt verdammt schwierig. So, jetzt habe ich zum Beispiel Bock auf einen Kaffee, ja, dann trinke ich halt mal einen Kaffee. Und so, ihr merkt doch schon, ich weiß kaum noch, was ich labern soll eigentlich. Ich werde auf jeden Fall öfters mal so ein Update machen jetzt, wie es mir weiterhin geht. Ja, ich werde das auf jeden Fall durchziehen, solange ich noch Urlaub habe. Und natürlich auch, zumindest werde ich werde es nicht nur versuchen, ich mache es einfach, nach dem Urlaub auch auf der Arbeit das Ganze durchzusetzen. Weil wenn ich die 2 Wochen geschafft habe, so wie beim letzten Mal, dann schaffe ich den Rest natürlich auch, ist ja klar. Und ich werde auf jeden Fall öfters mal solche Videos bringen, damit ihr auch was zu sehen habt, wie ich mich fühle, so ein bisschen, meine Emotionen und so weiter und so fort. Habe ich ja schon öfters mal angekündigt. Ja, einfach mal so ein freilaufendes Ding. So, viel jetzt dazu eigentlich schon gar nicht mehr zu sagen. Ich muss dann auch gleich schon zum Kegeln. Ich hoffe, ich kann es noch hochladen. Ja. Demnächst paar Tage werden noch wieder ein paar Bewertungsstreams kommen oder irgendwas anderes. Ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen. Avenger Talk ist momentan ein bisschen schwierig. Mir fehlt da dann was so dieser Antrieb, ja, mit Schneiderei und habt ihr nicht gesehen. Ja, viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich war gestern nicht zu forsch zu euch. Und in diesem Sinne, that's what I do it for you. See you next time, euer Avenger. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Schwede.